Hallo meine Lieben, heute das Thema, warum trinken ältere Menschen immer zu wenig? In diesem Video erfahrt ihr, warum es so ist und was man tun kann, damit man auch im Alter genügend trinkt. Selbst bei mir ist es so, ich muss mich auch zwingen und auch meine Routine entwickeln, um auch täglich genügend zu trinken. Aber warum ist es denn so, dass man im Alter Schwierigkeiten hat, auf seine empfohlene Flüssigkeitsmenge am Tag zu kommen? Die Gründe sind unterschiedlich. Einmal liegt es daran, dass man im Alter nicht mehr so viel Durst hat. Also das Durstempfinden ist nicht mehr so stark. Und dann kommt auch das Problem dazu, dass man oft Angst hat, wenn man zu viel trinkt und unterwegs ist, dass man halt auf Toilette muss und dann auch Angst hat, dass man an dem Moment jetzt nicht die Toilette findet. Deshalb trinken ältere Menschen oft auch zu wenig, einfach nur aus Angst, dass sie in die Schwierigkeit kommen, wenn sie irgendwo sind, dringend zur Toilette müssen und halt keine Toilette finden. Das sind so die zwei hauptsächlichen Gründe, warum ältere Menschen weniger trinken. Da Wasser aber so wichtig ist und eigentlich unser Lebenselixier, habe ich dieses Video gemacht, um euch halt auch einen Tipp zu geben, wie man jetzt selber, wenn man älter ist, und sagt, ich trinke zu wenig, wie man das machen kann. Oder wenn man zum Beispiel eine Mutter hat oder eine Oma hat oder ein Opa oder ein Vater, der zu wenig trinkt, dass man weiß, wie kann ich ihn animieren, dass er mehr trinkt. Und deshalb hier meine Tipps. Und bevor ich zu meinen Tipps komme, möchte ich euch noch sagen, was man für negative Konsequenzen hat. Also was passiert mit meinem Körper? Wie merke ich das? Welche Warnsignale gibt mir mein Körper, wenn ich zu wenig trinke? Rissige Lippen zum Beispiel oder Probleme beim Schlucken, Müdigkeit, Vergesslichkeit, Konzentrationsschwäche, Verstopfungen sind auch ganz, ganz häufig, Kopfschmerzen, es wird ein bisschen schwindelig. Muskelkrämpfe können auch oft vorkommen, erhöhte Körpertemperatur und Neigung zu Harnwegsinfekten. So, jetzt wisst ihr, wie man es merkt körperlich, wie der Körper Signale gibt, wenn man zu wenig trinkt, und warum ältere Menschen weniger trinken. Und jetzt ein paar Tipps, wie man dem wenigen Trinken keine Chance mehr gibt. Am wichtigsten sind Trinkrituale, also sich etwas anzugewöhnen, damit das irgendwann mal automatisch geht und man nicht mehr darüber nachdenken muss. Wie zum Beispiel direkt am Bett auf dem Nachttisch ein Glas Wasser zu haben. Das heißt, bevor ich aufstehe, trinke ich dieses Glas Wasser leer und dann habe ich schon etwas dagegen getan, zu wenig zu trinken. Oder dass man sich angewöhnt, bei jeder Mahlzeit auch etwas zu trinken. Noch ein Tipp ist, an verschiedenen Stellen in der Wohnung immer Flaschen zu haben, also immer Wasser oder ungesüßte Tees zu haben, dass man, wenn man irgendwo hergeht, sieht, ah, da ist was zu trinken, dass man sich dann automatisch was einschüttet. Oder man stellt sich eine Uhr alle 2 Stunden, dass die Uhr ein Geräusch macht, ein Signal, dass man weiß, ach, jetzt kommt meine Erinnerung, dass ich trinken muss. Und dann immer ein Glas Wasser oder wenn es geht, auch mehr. Auch ein Tipp ist, alle Gläser, die leer sind, einfach sofort wieder voll machen. Und was auch ganz gut hilft, einfach mal ein Trinkprotokoll zu führen. Das heißt wirklich, jedes Mal, wenn man trinkt, aufzuschreiben. Was weiß ich, 9 Uhr aufgestanden, ein Glas Wasser. 10 Uhr Frühstück, 2 Gläser Tee, so dass man dann auch ungefähr weiß, wie viel trinkt man wirklich. Vielleicht merkt man dann auch erst, dass man viel zu wenig trinkt. Was auch hilft, sind spezielle Trinkbecher, zum Beispiel mit einem Strohhalm oder eine Schnabeltasse, wenn einem das Trinken durch motorische Probleme, die man hat, mit Heben und Halten und richtig zum Mund führen, wenn es da schon Probleme gibt, dass dann diese speziellen Trinkbecher halt leichter machen, dass man halt auch trinken kann. Das waren jetzt so ein paar Tipps, die euch helfen sollen, einfach mehr zu trinken am Tag, 1,5 bis 2 Liter, und dies aber auch ohne Druck. Das Problem ist wie beim Essen, wenn man abnehmen möchte und man zwingt die Leute halt genau drauf zu gucken, was sie essen, dass sie keinen Zucker essen, dass sie nicht zu viel essen, dass sie keine Süßigkeiten essen und dass sie 5 Stunden Pause einhalten. Wenn man die Leute so zwingt, dann wird das oft ja ein Zwang und es macht dann keinen Spaß. Versucht es einfach mit Spaß zu nehmen und denkt daran,
dass die Flüssigkeit euren Körper einfach reinigt von innen und dass das Wasser und die Flüssigkeit euch einfach hilft, euch gut zu fühlen. Ich hoffe, euch hat der Tipp gefallen oder die verschiedenen Tipps gefallen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr Leute kennt, die zu wenig trinken, dass man mein Video vielleicht weiterleitet. Und wenn ihr sagt, Silke, das war ein tolles Video, das hilft mir sehr, ich trinke jetzt viel, viel mehr, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst. Wenn ihr mir einen Daumen gebt, auch. Und wenn ihr immer direkt informiert werden wollt, wenn ich ein neues Video hochlade, dann aktiviert einfach meine Glocke. Und wenn ihr zu allerletzt auch noch meinen Kanal abonniert, würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch einen guten Tag und viel Spaß beim Trinken. Tschüss!